Hallo zusammen. Heute wollen wir euch ein paar Redewendungen aus dem Mittelalter näher bringen. Die erste Redewendung, die wir euch zeigen wollen, ist im Stich gelassen. Jemanden im Stich lassen kommt vom mittelalterlichen Turnierkampf. Wenn ein Ritter damals vom Pferd fiel, dann kam er aufgrund seiner schweren Rüstung von alleine nicht wieder auf die Beine. Er brauchte die Hilfe eines Knappen. Wenn dieser zu faul war oder keine Lust hatte, seinem Herren zu helfen, dann hatte er diesen im Stich gelassen. Nämlich im Stich der gegnerischen Lanze bzw. des gegnerischen Schwertes. Himmelarsch und Zwirn, verdammter Mist! Fett war im Mittelalter wertvoll, also wollte man kein Fett vergeuden. Und man stellte in die Küche, in der Nähe vom Herd oder in den Speisekammern Näpfchen auf. Die sogenannten Fettnäpfchen. Die fingen das Fett auf von Würsten, die an der Decke hingen, die überm Kamin zum Beispiel geräuchert wurden, und da tropfte das Fett runter. Wenn man nun aus Versehen gegen diese Näpfchen stieß und das ganze edle Fett also hinauslief, dann war einem ein ziemliches Missgeschick passiert. Rutsch mir doch den Buckel runter. Dieser Spruch hat nicht etwa etwas mit einem krummen Rücken zu tun, sondern ist zurückzuführen auf die Schildbuckel frühmittelalterlicher Schilde. Wer den Buckel runterrutscht, ja, der ist höchstwahrscheinlich tot oder schwer verletzt und rutscht eben am Schild ab. Und so bedeutet der Spruch damals nicht etwa nur "ist mir egal", sondern etwas aggressiver "ich töte dich im Kampf". Im Mittelalter verwahrte man seine Sachen in Truhen. Und diese Truhen waren auf dem Boden häufig mit Fellen ausgelegt. Das waren nicht nur Hirsch- oder Schafsfelle, sondern zum Teil auch Hundefelle. Und wenn man dann in seine Truhe blickte, da wo alle Wertsachen drin waren, und man sah die Felle, die häufig Hundefelle waren, dann war man auf den Hund gekommen. Und das heißt, man war ziemlich pleite. Blau machen. Oder genauer gesagt, montags blau machen. Dieser Spruch ist zurückzuführen auf das Färberhandwerk. Im Mittelalter wurde nämlich in der Regel am Montag blau gefärbt. Das heißt, dass der Färber die Wolle bereits am Sonntag in die Färberlauge legte, sie über Nacht einweichen ließ. Sie am Montag einfach nur noch auf die Leine hängen musste. Denn dass die blaue Farbe in die Wolle kommt, das geschieht dann ganz alleine an der Luft. Und so hatte der Färber nicht allzu viel zu tun und konnte sich am Montag ausruhen. Und das heißt bis heute quasi die Arbeit schwänzen, also blau machen. Wenn euch unser Video gefallen hat, ihr wisst genau Bescheid, lasst uns ein Like da und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Oh, 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 oh.